Jämmerliches Mädchen. Ihr seid im Herzen Fereldens. Was erhofft ihr euch eigentlich? Hör auf den Kommandanten, meine Schöne. Du hast keine Chance. Na, das wollen wir doch mal sehen. So, wir haben jetzt zum Glück wieder Sketch. Das heißt, Sketch kann seinen Stab wieder haben. Das ist doch sehr gut. wir haben noch neue Schuhe bekommen, ne? Genau. Ziehen wir die Sachen mal an. Okay, mehr können wir jetzt auch nicht anziehen. Ja. Okay. Gut. Hallöchen. So, jetzt da Sketch wieder seinen Stab hat, ist doch alles wieder gut. Frag mich auch, wo wir uns befinden. So, sehr schön. Können wir kurz einen Blick... Ne, wir wissen nicht, wo wir sind. Ich finde den Ort sehr interessant. Hier waren wir noch nie. Hm. Ja. Weiterziehen, auch wenn ich nicht weiß, wohin. Fahrt durch die Schlucht. Seid vorsichtig. Sandlauer. Sehr schön. Wir haben jetzt keinen Loot für uns. Wollte ich sagen. Okay. Was zur Hölle geht hier ab? Was sind das für... Ja. Da kommen hier neue? Nee? War's das jetzt? Gut. Sehr eigenartig. Also solche Dinge hatten wir, glaube ich, nicht in Orlais. Hi. Ich kenne mich ja sehr gut. Warte mal, ich will hier. Wir haben nur noch. Genau, wir sind ja eigentlich eine Zweihänderin. Oh, 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 oh. Kannst du hier ruhig auch. Liliana wieder heilen. Sehr schön. Jetzt kümmern wir uns um den Herrn dieser Bestien und um Marjolaine. Und um die Papiere. Leben hängen davon ab. Und um die Papiere. Was wollt ihr? Ich möchte, dass du ein Schild nimmst. Okay, das ist für ihn egal, aber er braucht hier ein Schild. So. Jetzt sind wir bereit. Glaube ich. Ah, Rayleigh. Orlaisianische Hure. Warum habt ihr nicht gesagt, dass ihr noch mehr von meinen Männern wollt? Ich zeig dir gleich, wer die orlaisianische Hure ist. Zufälligerweise hängt sie gerade bei dir. Ich gehe niemals zurück. Wenn ihr Silas wieder heilen. Der Magier nervt ja schon ein bisschen.
Oh! Sketch ist tot. Oh, das ist nicht so cool. Das heißt, wir müssen jetzt die Magierin hier ausschalten. Und der will nicht mehr kämpfen. Magierin tot, okay, kein Bock mehr. Auch gut. Der Stab. Jetzt erstmal gucken. Der ist besser. Kommt da sogar neues Equipment. Habe ich gern gemacht, mein lieber Sketch. Wenn du jetzt für mich hier überleben könntest, dann wäre das super. Ziehen wir weiter. Wir sind ein ziemlich und schnappen uns Rayleigh. So. Ja. Silas und Lelia können da ganz gut vorangehen, während wir Rückendeckung bekommen. Wer ist da? Widerspenstige Göre. Ich zeige euch, wie man ein Haus erzählt. Ja. Gut, wir heilen mal kurz Silas. Oh. Das war heiß. Feuer bringt nichts, oder? Feuer bringt nichts. Oh, Blitz. Zack. So, du kannst mal hier deinen Drachen da wieder mit nach Hause nehmen, mein Lieber. Wer bist du? Bist du Win? Okay. Ich bräuchte kurz das hier. Und dann eine Heilung für ihn. So, wie wär's denn hier mit einer netten Klinge? Eine netten Klinge. Und wie wär's hier mal mit Scheiße? Ja? Wie wär's mal hier Liliana wieder zu beleben? Klingt cool, oder? Gott, der braucht einen Wundumschlag, oh Gott. So, ich bräuchte hier nochmal, nein, das ist doof. Das ist ganz, ganz doof. Rayleigh, du bist ein Vollidiot. Eigentlich müssten wir hier die Magierin umbringen. Weil die ja echt nervig ist. Aber vielleicht bekommen wir ja Rayleigh so. Rayleigh bekommen wir nicht so. Okay. Das müssen wir anders machen. Wir müssen erst die Magierin und dann Rayleigh ausschalten. Das ist ja... Das geht ja noch. Und deswegen rennt auch die Magierin weg beim Drachen. Sonst könnten wir ja schon vorher schnappen. Ich zeige euch, wie man ein Haus hier fehlt.
Hackfleisch. So, da ist er wieder. Aua. Wie wär's mit einer Gruppenheilung? Sehr gut. Dreckige orlesianische Hurenspionen. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. So, jetzt mal wirklich. Ich hab dir nichts getan. So, Magierin ist tot. Und jetzt will ich doch mal sehen, wie du gegen uns ankommst. Really, hm? Zeig's doch mal. Wenn deine blöde Magierin weg ist. Weißt du was? Du bekommst einen Wundumschlag. Ein Flammenschwert. Geht doch. Seid besser, als Marjolaine behauptet hat. Die Barden von Olay werden ihrem Ruf gerecht. Ich mochte das ängstliche Mädchen in meiner Zelle. Olay und Ferelden werden von eurem Vermächtnis erfahren, nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Alles her. Das ganze Töten. Der Spaß ist größer, wenn die Sache persönlich ist. Was hat dir die reizende Mutter für ihre Papiere angeboten, ne? War es so unterhaltsam wie das, was ich getan habe, um sie zu bekommen? Die Papiere sind unwichtig. Ich würde sie umsonst zurückholen. Dann hatte ich recht damit, dass du gefährlich bist. Wag es nicht, den Spieß umzudrehen. Deine Taten sind unverzeihlich. Als du angefangen hast, mich in Frage zu stellen, war klar, dass du mich irgendwann verraten würdest. Genau das hätte ich auch getan. Nur, ich war schneller. Wir sind gleich. Nein. Ach, und doch stehst du hier. Mit gezogener Waffe. Ich will dich aufhalten, nicht töten. Wären die Rollen vertauscht, müsstest du immer meine Klinge fürchten. Marjolaine. Wir sind gleich. Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diesen Moment behalte ich für mich, denn ich weiß nicht, welches Ende angemessen ist. Die Wahrheit dieser Geschichte ist, dass ich wählen konnte. Der Rest ändert sich je nach Publikum. Alles ändert sich, wenn man ein Ziel hat. Wendepunkt. Ja, und das war's mit Lilianas Lied. Recht kurz, möchte ich nochmal anmerken, aber
Dennoch, ja, ist recht interessant. Ich fand jetzt das offene Ende ein bisschen schwierig. Weil ich mich ja jetzt schon frage, wie Marjolaine halt es geschafft hat zu entkommen. Beziehungsweise, ja, warum Liliana dann später erst Marjolaine am gleichen Ort wie zum Beginn dieses DLCs gefunden hat. Schwierig. Die Frage ist natürlich jetzt auch, was mit Sketch passiert ist. Was mit Silas passiert ist, ist ja klar. Nur, ja, was mit Sketch dann wirklich passiert ist, das wissen wir nicht. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir in der nächsten Folge bei Dragon Age Origins das Hexenjagd-DLC antreten werden. Und es wird super. Ich meine, wir wissen ja, dass Morrigan. Ja, dass Morrigan ein Kind haben muss. Ansonsten wäre ja Rhaegar gestorben. Aber wo sie jetzt am Ende ist, und sie hat ja auch gesagt, dass wir nicht, sie nicht jagen sollen, beziehungsweise dass wir nicht nach sie suchen sollen. Die Frage ist, werden wir das trotzdem machen? Das und vieles mehr finden wir dann in der nächsten Folge raus von Dragon Age Origins, die DLCs. Mit mir. Wie immer zur gleichen Zeit. Und Rhaegar.